Hey da, was geht ab, Leute? Hunger. Zurück von der Red Tour. War recht anstrengend. Wir waren nur zu fünf. Also war schon echt ein bisschen leidend gegen Lugia. Aber doch, machbar, also kein Problem. Waren alles 40er. Ein paar mehr wären schon nicht schlecht gewesen, aber wie gesagt, es ging schon. Lugia war jetzt zum zweiten Mal da. Diesmal sogar mit Shiny. Drei Wochenenden, glaube ich, war er da, seitdem er angekündigt wurde. Hatte bisher nicht genug Motivation, da irgendwelche großartigen Touren zu machen. Jeden Tag ein, zwei Raids, den kostenlosen und dann ab und zu noch extra eingemacht, falls es ein Doppelraid war oder sowas. Aber jetzt, letzter Tag, habe ich mich nochmal aufgerafft. Auf der Jagd nach einem Shiny, auf der Jagd nach einem guten. Hatte bisher davon weder noch. Und, ihr könnt es hier glaube ich schon auf dem Bildschirm sehen, der 2050er ist mein bester. Das ist ein 96er, KP und Angriff auf 15. Auch wenn Angriff jetzt bei Lugia nicht so relevant ist, weil ihr wisst, Lugia kein guter Angreifer, aber immerhin. Und Verteidigung eh sowieso der schlechteste Wert bei Legendären, weil man die nicht in Arenen setzen kann. So, Moment, das war genau recent. Genau, nicht mein schlechtester, sondern mein bester, den ich davor hatte, bevor Lugia zurückkam. 2,25. Weiß nicht mal, was für ein IV hat, so schlecht ist der. Und bevor Lugia zurückkam, hatte ich eine Quote von 2 von 5. Ich habe 5 Lugia-Raids überhaupt gemacht, gesamt. Und 2 davon gefangen. Einer war unter 2000 und dann der hier, mein bester. Dann sortieren wir mal nach Combat Power. So, Moment, fangen wir unten an. 1975 ist mein schlechtester. Merken wir uns das. Schreibt unten in die Kommentare, was euer schlechtester ist. Und dann schauen wir mal kurz durch. Eine Menge 2013. 2017. Oh, schade, wir haben 2018 nicht. Das aktuelle Jahr. Und was war mein bester? Mein bester war, glaube ich, der 36er hier. Für eine Weile. Also bevor ich heute auf Tour gegangen bin. Dann kam genau der 38er, der 39er. Dann kam der 45er. Der ist, glaube ich, nur 93. Und dann kam der hier zum Glück noch. Ich hatte nur 6 Bälle, weil bei dem haben wir noch mit einer anderen Gruppe zusammen gemacht, also die normale Raid-Gruppe, weil momentan laufen ja keine Maps und man sieht die Raids nicht, also müssen wir uns nach den Chats und den Gruppen orientieren. Dann haben wir halt mit denen zusammen gemacht und ihr wisst, ich habe immer wenig Beleber, deswegen, wenn wir in großen Gruppen sind, spare ich mir die guten Pokémon auf und die Beleber, damit ich die halt verwenden kann, wenn wir nur zu 5 sind, offensichtlich, weil sonst würden die Beleber nie reichen. Deswegen war ich echt schlecht, nur 6 Bälle und dann kam der 2050. Letzter Ball drin geblieben. Kann ich mich nochmal freuen. Ihr habt es gesehen, keinen einzigen Shiny dafür. Passiert, ich bin jetzt nicht so Shiny geil, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Klar nimmt man gerne ein paar Shinies mit. Aber ich bin zufrieden mit dem 96er. Schreibt unten rein in die Kommentare, was euer bestes Lugia ist. Habt ihr Shinies, wie viele Shinies habt ihr und euer bestes Lugia. Ich habe einen Kollegen, der hat einen 100er Shiny gefangen. Und ein 100er normal. An demselben Tag. Shoutout an Mugot. Ein paar 100er Shiny habe ich auch gesehen. Haben ein paar andere von euch gefangen und mich direkt markiert. Freut mich für euch. Und ich werde jetzt den 2050er auf Max pushen. Weil das mein Bestes ist. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass für eine Weile auf jeden Fall kein Lugia mehr kommen wird. Wenn sogar echt lange nicht mehr. Weil jetzt 2 Monate kommen erstmal Latias und Latios. Das wissen wir sicher. Schaut euch das Video an. Habe ich auch noch hochgeladen. Und bevor Lugia zum dritten Mal kommt, haben wir noch die ganzen anderen neuen Legendären von Gen 3, Gen 4 und dann noch die anderen alten, die nochmal zurückkommen sollen. Das heißt, ich glaube echt, Lugia kommt so lange nicht mehr. Dementsprechend, und selbst wenn er wiederkommt, wer hat dann noch Bock auf Lugia zum dritten Mal? Deswegen glaube ich echt nicht, dass ich irgendwie einen besseren bekomme als den 2050er. Außer irgendeiner von euch tauscht mir seinen Shiny 100er. Wer weiß. Aber jetzt werde ich den auf jeden Fall auf Max pushen. 2 Psychoattacken, das finde ich okay. TMs brauchen wir jetzt keine. Die muss ich alle aufheben für Mew. Weil der hat ja so viele Attacken, bis ich da die richtige treffe. Kann schon sein, dass ich alle meine TMs verbrauche. Aber pushen wir jetzt erstmal meinen Lugia. Doppelstaub-Event übrigens jetzt dann auch zu Ende. Seit 2 Minuten. Könnt auch noch unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Stopp-Event fandet.
Aber dazu mache ich, glaube ich, nochmal ein extra Video. Und jetzt dann wahrscheinlich erstmal im Schnelldurchlauf. Oder einen Cut oder so. Bis ich den auf Max gepusht habe. Dann sehen wir uns wieder. Beim Pushen auch diesen dummen Salto. Diese dumme Drehung, die hat beim Fangen so genervt. Dadurch konnte man den Fangtrick gar nicht machen. Und jetzt beim Pushen macht das auch echt nervig. Es dauert nochmal extra. Das Pushen bei Lugia auch noch leidend. Also Lugia im Gesamtpaket echt nur leidend. Das erinnert mich noch. Bevor wir das Video dann beenden, nachdem ich den auf Max gepusht habe, müssen wir uns noch den Pokédex anschauen. Die Statistik, wie viel habe ich gemacht, wie viel habe ich gefangen. Und dann könnt ihr eure Statistik auch nochmal unten in die Kommentare schreiben. Weil seine Fangchance wurde ja erhöht. Als er ursprünglich kam, war die, glaube ich, bei nur 2%. Ich weiß jetzt nicht, was die neue ist. Die haben nur gesagt, dass die Fangquote erhöht wurde. Aber man hat es echt gespürt, zum Beispiel heute auf Tour. Die Quote war echt richtig krass. Ich habe beinahe alle gefangen. Dennis, der Koordinator, hat alle gefangen außer einen für eine Weile. Und Robert hat alle gefangen. 100% Fang hatte bis kurz vor Schluss dann. Also auch auf jeden Fall deutlich besser zu fangen als beim ersten Mal. So, gleich haben wir es. Ihr kommt auf 3, 5 irgendwas. Also müsste er meine Top 12 knacken. Oder? Hier ist mal der letzte Push. Nee, der knackt nicht meine Top 12. Oh, warte. Einmal geht noch. Oh, vielleicht doch. Jetzt ist er fertig. 3, 5, 8, 7. Ach, Schein. Alles klar. So, kurzer V-Check für euch. Habe ich aber, glaube ich, schon gemacht. KP Attack 15. So, kurz den Stern. Und 96%. Alles klar. Schauen wir uns nochmal die Top 12 an. Ob er es in die Top 12 geschafft hat. Und. Nee, hat er nicht. Ich hab vergessen, dass da die ganzen Despos sind. Auf Platz 13 wäre er. Knapp. Aber er hat die ganzen Dragon überholt. So, Pokédex wollten wir uns noch anschauen. 32 von 46. 3 Viertel. Schon echt okay. Das ist meine Quote. Und das war's von mir. Und meinen Stories mit Lugia. Schreibt wie gesagt unten rein, was euer bestes Lugia ist und wie viele Shinies ihr bekommen habt. Und eure Quote, wie viel gefangen, von wie vielen, wie viel ihr gemacht habt. Und das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Viel Spaß mit den neuen Latias. Und dann irgendwann später Latios. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.